working. Oh my god. I cannot even see. The sun is beautiful. It's warm. On my way to the probe, because in half an hour we have probe and I just arrived in the hotel and I will explain you everything later. Welcome back. When you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. When you're broken on the ground, you will be found. Let the sun come streaming. Can any of this be split between Rudy? Yes. Okay, well then I'll do this last. Yes, time. Yes, please. We are all so. All of us. But you got it. And I never lost 1 minute of sleep. You got me worried. Ja, ist das gut? Ich steh so nicht da, aber. Richtig zu starten. Willkommen zurück! Wir sind in Wien, eigentlich in Le Méridien in Wien, in das Zentrum, das super schönste Hotel in Wien. Ich freue mich total, dass ich hier eine Woche schlafen kann, weil ich kann noch nicht in meine neue Wohnung. Ich kann nur ab 1. September in meine neue Wohnung. Deswegen bin ich jetzt hier und schau mal die Zimmer. Are you kidding me? Are you kidding me? Das ist doch die beste Stadt in Wien. Hier, schau mal, Badewanne. Ich werde vielleicht ein Eisbad davon machen, weil es ist ungefähr 35 Grad oder so. Die Reise, alles ist gut gegangen, hier hinzukommen. Flug genommen und heute morgen früh geprobt, wie du jetzt gesehen hast. Mark und Anna und Drew. Oh, ich habe die Leute so vermisst. Es war so schön, wieder in ein Mikrofon zu singen und nicht nur in meinem Schlafzimmer zu Hause. Ich freue mich richtig. Ich fühle mich total glücklich, wieder zurück zu sein. Jetzt muss ich mich beeilen, weil heute habe ich 2 Proben. Heute Morgen war das für das Konzert morgen am Samstag in Wien. Und Sonntag habe ich ein Konzert in Nürnberg in Deutschland. Eine Verabredung mit Alexander Aula, weil wir all diese Sachen durchgehen für das Konzert am Sonntag. So, ich schwitze mich total. So, ich gehe mal schnell in die Dusche und dann beeile ich mich zu Alex und dann üben wir für Sonntag. Und oh,
Leute, ich bin zurück! Leute, ich bin schon bei meiner nächsten Probe am Tag und das ist mit Alex! Hallo! Und das ist ein Premiere in der Vlog, weil wir haben noch nie zusammen überhaupt gesungen. Nein, noch nie, ich bin ganz aufgeregt. Oh. Ja, weil wir haben am Sonntag ein Konzert zusammen in Nürnberg. Und welchen Songs freust du dich am meisten? Ich glaube wirklich auf unser schönes Duett, Nienke, was wir gerade hier schon geprobt haben. Ne? Dürfen okay. wir schon sagen, was es ist? Ja, sag ja? so. Ja, Come What May aus Moulin Rouge. Ja, okay, oh, dann werden so wir schön. Ein bisschen zeigen. Das ja, ist sehr komm. Schön. Okay, cool. Ja. I want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Suddenly the world seems such a perfect place. Suddenly it moves in such a perfect grace. Yes! Almost! Cute. Good morning, everybody. So, I had an amazing sleep in the most amazing bed. I just woke up. Oh, delicious. Now I'm in the breakfast hall of Le Méridien. I was a little bit afraid of because mostly in hotels they don't have so much vegan stuff for the breakfast. But of course, they have everything here. So I will show you right now. I'm gonna enjoy my breakfast and I'll see you soon. I'm in my Badezimmer and I'm listening to the song that we recorded yesterday during the probe. I'm doing some makeup and I'm so excited. I try to not sing the whole day that my voice is like tonight extra enjoying because it didn't sing the whole day, but guys, I cannot stop singing! It's time now to sing on, though the story never ends. I need to close my mouth because I need to sing tonight, the whole night. En ik zeg, oh, wat trek ik aan? Ja, een paar verschillende opties. Stress, stress, stress. Dit is dat mee. Hoe, hoe, hoe. Ik heb het nooit aangehad. Maar even, als ik even één stap doe. Ja, dat is kort hoor. Leute, gerade angekommen hier im Garderobe im Theater am Park. Ich schau mal, wer da schon sind. Was passiert? Nicht scharf. Sehr scharf. Jetzt hier auf die Bühne, auf der Bühne, auf die Bühne. Ich muss mal wieder Deutsch üben, aber schau mal. Heute Abend 1600 Plätze ausverkauft. Wahnsinn. Und letztes Jahr, wenn wir hier waren, hat es so hart geregnet. War das richtig schlimmes Wetter. Und jetzt, wie du siehst, ich bin schon beschwitzt. Es ist super heiß. Wie heiß ist es denn? Mal schauen. Es ist 31 Grad. Und dann singen wir jetzt zusammen heute Abend hier sehr schöne Lieder. Ich suche mal Marc. Und dann ja, bereiten wir schon ein paar Sachen vor. In einer halben Stunde arrives the rest und dann machen wir Soundcheck. Ja, jetzt ist die neue Kamera so ganz, okay. In der Nähe, ganz okay. Close. Ja, macht ja nichts. Aber bist du scharf oder bin ich es? Kannst du es sehen? Oder? Ich glaube schon, oder? Marc, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber freudig aufgeregt, denn wir sind hier im Theater im Park. Und es ist immer wieder so eine tolle Atmosphäre. Und das Wetter passt. Das ist natürlich das, was man am wenigsten beeinflussen kann. Ja. Und dass wir ein schönes Programm haben, haben wir gestern in der Probe schon gemerkt. Und so jetzt, schönes Programm. Jetzt sind wir gespannt, es unserem Publikum zu präsentieren. Total. Ich fühle ein bisschen so Schmetterlingen im Bauch, weil ich so lange nicht fürs Publikum gesungen habe. Ja. Und du? Du hast noch ein paar Konzerte gemacht. Ein bisschen was habe ich im Sommer gemacht, aber auch nicht so viel. Also insofern ist jetzt für mich auch wieder so der Saisonstart. Freut mich. Ein glanzloser Morgen bricht an und bringt mir das kalte Erwachen. Das Lachen einer Zauberleiter und feiert.
make do whatever it takes to stop this train. Slow, slow, the lights turn red. Leute, es ist heiß, weil Ana Milva Gomez ist da! Kaliente, kaliente, kaliente! Wir haben uns schon schön gemacht. Wir sind fast fertig hier in unserer Garderobe. Mhm. Wie letztes Jahr haben wir auch eine Garderobe geteilt. Ja, das war sehr schön. Bist du dich auf heute Abend? Ja, schon. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe schon lange nicht mehr gesungen. Aber ich hoffe, da ist noch was da. Oh mein Gott, ich habe dir schon gehört und du klingst fantastisch. Und ich freue mich am meisten auf Rolling. Ich habe mich umgezogen, weil in die zweite Akt singe ich Linda, ich gehöre nur mir, was singe ich denn noch mehr? Noch eine romantische Song von Robin Hood. Und deswegen dachte ich, na, das passt das Kleid genau dazu. Es ging gut, es lief gut, das Publikum. Ich habe fast geweint beim Les Miserables Here Alone on My Own, weil ich habe in das Publikum geschaut und dachte, ich bin nicht allein. Nein. It was beautiful. It was really a magical moment with the audience. I was really thinking like, this is so beautiful. There are so many people here and I hope they are having an amazing time. I hope they will see that I am having an amazing time too. I'm enjoying it so much and it really feels like magic tonight. Oh, let's do a second act and let's hope that it went as great as the first one or even better. So ein schönes Duett mit Marc gesungen aus Robin Hood. Und jetzt singt ein Lied aus Die Päpstin. Ich habe noch nie gesehen, aber das muss ich unbedingt anschauen. So gut gesungen, oh mein Gott, dein Tina. Es ist so cool, dass wir jetzt Sachen zusammen singen auf der Bühne. Wir singen nie zusammen, oder? Nie. Aber wir müssen es mehr machen. Aber wir haben noch eine Duett, was wir nochmal singen müssen. Bye. Oh, Leute, ich bin gerade angekommen beim Zug. Heute fahren wir zu Nürnberg für das Konzert. Ich habe nicht so gut geschlafen, weil ich die ganze Nacht die Lieder gesungen habe von das gestern Konzert im Theater im Park. Ich konnte mir das auch vorstellen, weil ich habe so lange nicht ins Publikum gesungen und es war so toll und ich habe so viel dann noch über nachgedacht. Oh mein Gott, und jetzt im Zug zu Nürnberg. 5 Stunden im Zug und dann haben wir Proben den ganzen Tag. Warte, geht es schon los? Wait, this is not the right one. I have to find the right one. Okay, gut, wir haben den Zug gefunden. Wir fahren gerade. Alex sitzt neben mir. Guten Morgen. Sehr früh, aber wir haben 5 Stunden, um wach zu werden. Wir sind gerade angekommen hier ins Innenhof. Sieht man, wie schön das ist. Und es regnet noch, aber heute Abend wird es wahrscheinlich nicht mehr regnen. Wir haben genau
unsere Cast getroffen und schon ein bisschen geübt. Und jetzt werden wir, glaube ich, Soundcheck machen oder proben. Mal schauen, was sie vorhaben. Leiden, kämpfen, triumphieren. Es regnet so hart, also es tut mir so leid für die Leute, die da sitzen, aber es ist halb überdeckt, so nicht alle haben Regen in ihrem Gesicht, nur im Front Rows, aber wir hoffen, dass unsere Stimme ihr ein bisschen aufwärmt. Oh, ich freue mich total, mit dieser Kollegin auf die Bühne zu stehen, es ist so toll, mit neuen Leuten zu singen auch. Und die nächste Song ist Wer kann schon lieben sein, das drei Musketiere. Und danach gleich, ich gehöre nur mir. So, let's start to prepare. Ich lasse dich niemals. Okay, Leute, wir sind in der Pause. Wie ist die erste Akt gelaufen? Super! Hey, gut, oder? Nürnberg tobt! Ja, we have a dream! Guten Morgen, Leute. Ich bin safe angekommen in Vienna. Heute ist es Dienstag. Gestern hatte ich einen freien Tag und musste ich von Nürnberg wieder zurückfahren zu Wien. 5 Stunden im Zug. Alles gut gegangen. Ich habe 12 Stunden geschlafen. Und jetzt, heute ist der Tag, dass wir proben wieder starten für die Videoaufnahme für Rebecca. Ich suche jetzt mir einen E-Scooter, weil ich noch immer in das Hotel Le Méridien bin. Bis 1. September, dann darf ich in meine neue Wohnung. Ja, ich freue mich, meine neuen Kollegen zu begegnen. 8 neue Leute dabei. Die neuen Leute haben schon angefangen zu proben, vor 2 Wochen, glaube ich. Und jetzt kommen die alten Leute dazu. Oh, ich freue mich total drauf. Da sind wir wieder. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ein Boom of Energy. Das Einzige ist, ich dachte, wir haben hier im Ballettsaal Proben. Und ich dachte, es ist noch 7 Minuten bis Anfang. Und da ist noch niemanden. Aber natürlich bin ich falsch. So, ich muss mal nach unten gehen zum Chorstudio. Und dann sehen wir die ganze Cast wieder. So überwältigt. I'm full adrenaline and all these people, I love them and I want to know how their holiday was. How are you being here? Ja, spannend. Erste Mal hier auf die Bühne. Schau mal, ist noch ganz leer. Wir haben jetzt ein Hi! Tag für mich ist vorbei. Ein ganzer Tag musikalisch geprobt, gerade mit Annemieke separat geprobt und danach mit Marc separat geprobt musikalisch. Und das Ensemble übt jetzt noch weiter, weil sie ganz viele neue Leute im Ensemble haben und sie müssen das alles so positionieren auf der Bühne. Und dann morgen kommt unsere Regisseurin vorbei und dann proben wir für die erste Mal wieder mit sie zusammen. Guten Morgen, Leute. Tag
drei von Wiederaufnahmeproben. Ich habe noch eine Nacht hier in Le Méridien. Ich habe super gut geschlafen. Gestern habe ich noch Sport da unten gemacht im Keller und im Sauna gegangen und geschwommen. I didn't know that swimming was actually so hard because I never really swim. But it's really good for your stamina and your condition. Yesterday we did what's supposed to be a stop and go of the first act became a run of the first act because everything went well, surprisingly, after 2.5 months, and also with so many new people, so they were super overwhelmed by let's do a run out of the sudden. That was really good because then we know exactly where we stand, and we got some really good notes from the director to think about. As you know, we have a new first class Danvers, that's Annemieke van Dam, and yesterday we got in the afternoon some time together to rehearse the scenes and to make it our own and find out our chemistry on stage, and that is super super interesting to work a little bit deeper on that. Even when we already played together last year, now we have the time to work with that with the director and to go deeper in it, and it's so much fun to rehearse, guys. It's so much fun, like, to find out new things about my character and to dig deeper into the character. I'm very happy. Gerade Mittagspause gehabt, gegessen und jetzt sind wir umgebaut. Leute, oh mein Gott, es ist so früh, das war die letzte Nacht hier in Le Méridien. Ich habe super genossen, von einer Woche hier zu sein. Super Luxus! Dann gehe ich zu meiner neuen Wohnung. Ich bekomme dann um 8.30 Uhr die Schlüssel. Ich war schon wach um 5, weil ich muss noch so viele Sachen erledigen. Und dann habe ich später ins Theater einen Durchlauf. Für die erste Mal mit Kostüm und Perücke und alles drauf und dran. Für die erste Mal wieder meine Haare ganz weg. Let's go to the Maske, weil wir haben einen Durchlauf in Kostüm und Perücke und für die erste Mal wieder kurze Haare. Let's go! Oh my God! Ich glaube, im Vertrag waren da noch zwei drinnen oder so. Oh, alles Martina, es sieht ja ganz kurz aus. Oh. Als ob es noch kurzer geworden ist. Nein. Oh my God, Leute! I just woke up in my neue Wohnung, in my new apartment. It's, I think, 8 o'clock in the morning or something. I have such a different rhythm now because we rehearse during the day. So I sleep at 9 o'clock in the night and I wake up at 7:30 or something. I need to change that because next week we're starting the BOs. That means that we're gonna do a run with the orchestra for the first time. They say that moving is the most stressful events in one's life. I can confirm that. Yes, I moved so many times already. I think that is the moving itself and all the registration of that is so intense, not nice. For the rest, I also really miss Guy. I really miss my family. I had a full summer full of family and friends, and I was so blessed that I had so much time with them. Now I start to have like this pain in my stomach when I think about them, that I miss them a lot. I have to get used to being alone again. That's also a hard part of the job. I also have a lot of time to think about my loved ones, and that is very difficult, I have to say. So that's a little insight in my brain in these days. And we have an exciting week with the premiere and we're gonna be super busy. I'm gonna be very happy about that. Leute, oh my God. Ich habe ein paar Tage nicht Video Recordings gemacht, weil es war so voll. I was so
busy. We had like rehearsals, run-throughs, BOs. This morning I had a really nice routine. I went to the gym and then I went to the sauna after, and then I went to the cold shower. It's amazing. I did it now for 2 days and I have so much more energy. I take so much better care of my body and what I put into it, like my food. This week was really a turning point for me. Holiday is over. Work on myself, work on my body. Uh-oh. Ich bin eine halbe Stunde zu früh. Und jetzt habe ich ja gar noch keine Maskezeit. Meine Güte. Naja, dann werde ich noch etwas essen. Oben etwas Kleines, Salat oder so. Ich hab... Ja, das werde ich machen. And I'm free of the southern breeze. Free of me now, your trees. And the sunshine. Woo! So. Eingesungen. Jetzt gehe ich nach unten. Da ist die Lilian! Schau! Nein. Du Süße, du siehst so schön aus! Hey, du, ich hab noch gar nichts an, du! Ja, aber ich liebe deine Haare so schön. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Ich freue mich sehr. Hast du noch Bekannten diese Woche? Diese Woche? Noch Freunde oder Familie oder so? Nein, nein. Und kommen noch, weil Lilian ist cover ich natürlich, und kommen dieses halbes Jahr noch Freunde besuchen, oder das hat jeder sich schon gesehen? Nee, auch nur Familie kommt auch noch. Oh, schön. Oh, das freut mich. Ja. Na, ihr, und für dich? Diese Woche? Nein, ich habe niemanden bei der Premiere und ich glaube, meine Mutter kommt noch mal mit meiner Tante irgendwann und Freunde kommen noch. Natürlich. Aber überall ein bisschen so verspreit. Ja, so, heute Abend kann ich noch für die letzte Mal kurz auf die Bühne vor, dass wir anfangen. Siehst du, da sitzen noch die Leute, die ganz viele Notes machen, was wir alles falsch machen. Und dann können wir es noch ändern für morgen. Morgen haben wir eingeladenes Publikum und Tag nachher haben wir Premiere! Kamera? Ich habe eine neue Kamera. Wie verrückt. Du? Ja, du spielst schon heute Abend Ben. Ich freue mich drauf. Ja, total. Du hast, glaube ich, noch nie Ben gespielt für niemanden, weil ja, heute Abend haben wir noch niemanden in der Auditorium. Außer beim Put-In. Da hatten wir keinen. Oh ja, natürlich. Hast du die Rolle vermisst diesen Sommer? Absolut. Ich bin jetzt gespannt, was nach 2,5 Monaten oder sowas. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gespielt habe, was da noch so übrig ist. Also it's gonna be a tryout. Aber das ist schön, weil alles wieder neu zu empfinden. Das habe ich selber auch in Szene erlebt, dass, dass wenn du ein bisschen Pause dazwischen hast, dann kommst du auf gar neue Ideen und neue Input. Es ist alles Input. Ganz frisch. Ja, genau. Total. Genau. Freu mich. Ich freue mich auch. Ariane ist immer als Erste hier. Immer. Du bist so loyal, sagt man das, so treu? So. Ja, beziehungsweise so diszipliniert fleißig. Vielleicht. Sehr fleißig. Und du hast dieses Sommer Mamma Mia gespielt. Und Tanja auch gespielt, oder? In Mörbisch. In Mörbisch, genau. Wie war es? Weil das so etwas anderes ist als Rebecca, glaube ich. Ja, es war großartig. Ich hatte ganz wunderbare Kollegen. Es war wahnsinnig nett und ein ganz tolles Ambiente, weil mit dem See und wenn dann die Sonne untergeht, tolle Band, die Musik war großartig. Und ja, mit den Kollegen, jetzt ja auch eine hier zu uns gewechselt, da ist es natürlich großartig gewesen. Ja, schön. Und freust du dich wieder noch ein halbes Jahr Rebecca zu spielen? Auf jeden Fall. Ich war noch nicht fertig mit Rebecca. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Monate. Wir haben noch ein paar Monate. Genießen wir noch ein bisschen. Okay. Danke dir. Bitte. Philipp, meine Maxim de Winter für heute Abend. Für heute. Lange ist her. Es ist schon sehr lange her. Adina, komm vorbei. Du bist schon ein paar Mal in dem Vlog. Wie fühlst du dich nach so langer Zeit wieder zu spielen? Ich bin ein bisschen nervös, ne? Also drei Monate, Ende Juni. Oh ja, ja total. Ja. Aber das ist so lustig, was Muskel, Memory... Muscle, Memory, Muskel kennt gibt's auf Deutsch, glaube ich nicht. Gibt es auf Deutsch nicht. Voll Gas rein. Ja, was hast du im Sommer gemacht? Hast du ein bisschen gesungen oder... Ja, gar nicht. Was
auch mal unser gut. Vocal Rest. Überhaupt nicht gesungen, es war sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, es war im Urlaub. Ja, gut. Du warst in Schweden. Schweden und Norwegen, ja. Oh, sehr schön. Genau, war ganz toll. Freue mich, Philipp. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich auf der Bühne. Wir sehen uns auf der Bühne. Ciao. Leute. Ich bin ins Theater angekommen. Heute Abend Premiere, Wiederaufnahmepremiere. Und ich komme an in meine Garderobe und ich sehe schon ein Toi 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 von das Team hier. Sehr, der Betriebsrat und Süßigkeiten. Und das neue Buch. Die Bilder sind dasselbe, aber natürlich die Besetzungsliste ist diesmal mit zum Beispiel Annemieke. Hier, mit einem neuen Bild von sie. Sehr schön. Ich bin total aufgeregt, ich habe so Lust drauf, aber ich bin auch ganz entspannt. So zwei total verschiedene Emotionen gleichzeitig. Ich habe super Lust für viele Kollegen, kommen auch heute Abend von Falco, kommen sie rüber, weil die übertags proben und dann heute Abend schauen sie an. Und ich freue mich so, es ist immer so schön für Kollegen zu spielen, weil sie freuen sich. Da so auf. Manchmal kann das auch anstrengend sein, weil die sehen natürlich alles, aber das gibt mir ganz viel Motivation. Das ist ja gut. Hallo, Silke kam und jemand bei dem Bühneneingang hat mir so eine Tüte geschenkt. Und ich weiß ja nicht wie, aber schau mal. Das ist doch super. Das ist doch sehr süß. Toi, toi, toi. Und das ist ein echtes. Like, it's real. How do you say that? It's from the horse. You always have to hang it like this because the other way around is bad luck. But this is the cutest. I love it. Thank you so much from whoever I got this with all the nice presents. Tea. I love tea and all these things. Thank you. Guess where I am? Wee! Annemieke! Ja. Wie geht es dir? Weil es ist für dich deine offizielle Premiere als First Girls Danvers heute. Ja, es ist ein bisschen beides, ne? Weil wir haben natürlich schon gespielt. Es ist eine Wiederaufnahme und desundanks. Also ich bin trotzdem sehr aufgeregt. Ja, ja, wie war das Prozess für dich, diese letzten zwei Wochen, dass wir geguckt haben? Es war toll, weil es doch viel noch hinzugefügt hat für mich, wegen meiner Figur, weil du immer mich so freundlich anschaust und ich immer denke, hi! Oh nein, 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 ich darf nicht so freundlich sein. Das ist so lustig. Also streng sein ist für mich dann doch schwieriger, als ich dachte, einfach nicht so viel zu machen. Aber so gut, du hast es so gut gemacht. Danke. Und ich freue mich auch, dass wir mit der Director Francesca ein bisschen mehr Zeit zusammen hatte und dass wir auch richtig ein bisschen tiefer in die Szene rein konnte. Ja, einfach ein bisschen Zeit genommen, nochmal extra. Ja. Und das ist nicht so selbstverständlich, das ist nicht immer so. Ja, total. Und auch Soundcheck und wieder, ich habe das Gefühl, dass ich nie so gut mich selber auf die Bühne gehört habe. Ja, das ist schon echt super. Ja, ja, ja. Wir haben echt einen Luxus hier im Rheinland Theater. Total. Ja. Und auf welche Szene freust du dich heute Abend am meisten? Ja, ich finde unsere Szene immer super cool mit dieses Nachthemd, wenn es nicht wieder auseinanderfällt, weil da kämpfe ich ein bisschen damit. Und ich mag auch immer sehr die Szene auf dem Balkon, ganz zum Schluss, wenn sie sagt, du hast mich verraten und wo man ein bisschen gehen lassen kann. So. Ja, total. Da freue ich mich drauf. Schön. Aber, hast du noch Familie drin eigentlich? Nein, Freunde sind da. Ja, meine Mama kommt dann irgendwann. Hat deine Kinder schon gesehen? Der Adam hat mich gesehen als Beatrice, weil Adam ist jetzt fast 6, also das geht. Die Olivia will auch unbedingt, aber die ist gerade 3. Also ich glaube, die wird nur die ganze Zeit, Mama! Die wird zu laut sein. Oh, so lieb. Ja, voll süß. Aber vielleicht kommt Adam nochmal. Oder auf ein Probemal oder so. Ja, ja. Oh, du. Toi, toi, toi! Danke! Theater. Es ist Dienstag. Ich habe schon Wochenende gehabt.
Und alles war gut. Die Premiere war super. Wir haben so viele tolle Nachrichten bekommen und auch beim Bühneneingang so viele Geschenke und Fanart und Süßigkeiten. Süßigkeiten, by the way, muss ich jetzt aufhören zu essen, weil ich bin, I will just do it in English for a second. I started last week with going to the gym almost every day and eating like extra healthy. I really want to transform my physics, and I already feel mentally so much better when I feel physically so good. It was such an interesting, till now I'm now doing this for 1.5 week, and transforming yourself physically transforms you mentally too in a really good way. I really love it, what it does to me till now. But that means that all the Süßigkeiten, die Leute mitbringen am Stage Door, werde ich dann verschenken zu andere Leute, weil ich kann es nicht mehr essen, Leute. Es ist sehr lieb, dass ihr an mich denkt, aber ab jetzt nur Apfels und gesunden Sachen für mich. And now I have a physio termin, like a massage termin. And then tonight we have, before the show, a meet and greet with Mark and Annemieke, with the winners of a winning challenge or something. I'm gonna be very curious, and tonight we play a show. Hey guys, I don't know where you are right now. For me it's night, and I'm finishing the edit of this vlog, and I just want to say how blessed am I that I am surrounded by so many beautiful people, and that I got to do this beautiful job and these concerts that gives me so much energy, so much appreciation and so much love, and that I can do my passion. I am forever grateful that I can earn my money with my passion, and I just want to thank you so much for watching, for supporting, for all your nice messages. I know you're waiting for this vlog already a long time. I'm so sorry it took a little while, but my life is a roller coaster and I have no idea where it's gonna bring me, but that is the fun. The journey is the fun. Now I look like some kind of quote on a tegeltje, but this is just how it is. The cliches are true. I hope you have a beautiful day, night, or wherever you are, and I wish you a lot of love. Bye everybody, see you next time, next vlog.